Ein herzliches Glück auf aus dem Zodermillis in Aue. Ich bin Bärbel Schroller und so wie alle habe ich mich ganz sehr auf den Frühling gefreut. Und nun ist er endlich da. Und wie zeigt sich der Frühling im Tierpark, im Zodermillis? Natürlich mit ganz vielen jungen Tieren. Und deshalb haben wir euch heute mal zwei davon ausgesucht. Das ist einmal ein Oesong-Schaf, also nicht zu verwechseln mit den Quessenschafen, wie die meisten immer sagen, sondern das ist tatsächlich ein Oesong-Schaf, das kleinste Schaf der Welt. Es kommt von der französischen Insel Oesong und hat deswegen diesen etwas ungewöhnlichen Namen. Und dann haben wir euch noch ein Zwergkaninchen mitgezeigt. Was passt besser zu Ostern als ein Kaninchen oder wie wir hier im Erzgebirge sagen, ein Hos. Der Osterhase, der wird in diesem Jahr leider nicht zu uns kommen, weil wir natürlich immer noch die Corona-Auflagen haben und die behördliche Schließung uns immer noch zu schaffen macht. Wir haben uns sehr auf Ostern gefreut, haben ganz viel vorbereitet für euch, aber leider muss es wie im letzten Jahr auch wieder ausfallen. Wir hoffen, dass es irgendwann mal besser wird und wir endlich wieder öffnen dürfen. Unsere Tiere freuen sich auf viele Besucher und es gibt ganz viele Besucher, die uns immer wieder sagen, wir möchten euch endlich wieder besuchen. Tja, leider wird das wohl noch eine ganze Weile dauern, aber wir haben alles vorbereitet. Wir haben auf unserer Internetseite schon die Online-Reservierung vorbereitet. Wir haben ein tolles Hygienekonzept. Also sobald das Okay von oben kommt, können wir öffnen und ihr könnt uns und unsere vielen Tiere besuchen.